Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommentator 70 mit einem weiteren Gast-Replay und hier haben wir den Woti nach einiger Zeit wieder auf meinem Kanal aus dem Clan WoW mit dem 9er Premium Light, ja, der Franzosen, den Char MLE 75 in einem 10er 9er Gefecht auf Malinowka. Ich habe jetzt erstmal die Kamera umgestellt. Wir sind im Westen gestartet, 10er 9er Gefecht wie gesagt und wir haben hier 7 10er, 8 9er, dort hat 2 Heavys, 5 Billiger Panzer, 4 TD, 2 Lights, 2x die Arti. Ja, Munitionsverteilung, 18x AP dabei und 24x Premium Munition APCR, 2 Schuss Autoloader, HE spart er sich natürlich und dann hier großes Red Kit Cola, Cola, zum Beispiel starker Kaffee als Ration für die französische Crew und dann haben wir hier noch das große Mitglied dabei. Ja, er spottet hier nun fleißig, hat auch dieses Gefecht so benannt. Da kommen wir aber später zu. Dann gibt es schon mal 2000 Aufklärungsschaden. Dann in der Feldausrüstung auf der Position 1 hat er Sichtsystem des Kommandanten, auf der zweiten Position die Optik und auf der dritten Position geräuscharmes Abgassystem. Und dann hat er mit Bronzenanleihen noch, oder Detektive besser, mit Detektive eingesetzt auf die Position 4 nochmal die Optik. Ja, da habe ich mich doch schon gleich wieder verhaspelt. Ja, 2:0 steht es bereits. Er schreibt jetzt hier in den Chat, Guys, get ready. Ja, Vieh gibt es da jetzt noch nicht. Ja, T30 bleibt hinten. Okay, 2 Artis. 10er Arti, Objekt 261 ist natürlich nicht so schön. Und die M53, M55 natürlich auch nicht. Komme zur Flankendeckung. Ja, zu den Stats dieses Panzers sage ich jetzt nichts mehr, weil mittlerweile müsstet ihr diesen Panzer kennen. Und da gibt es dann noch um 60 TP eine in die Kette. Und nochmal ein Kettenschuss, aber der T100 LT penetriert ihn. Ja, da hat er hier, ich wollte gerade sagen, den T100 LT, der ist dabei gespottet worden. Und da gab es dann Aufklärungsschaden. Und somit sind wir jetzt schon bei 5000 Spotschaden, Spotting Damage. Ein bisschen HP hat er eingebüßt hier. Treffer vom K91 und vom T100 LT. Ja, Treffer auf das Objekt 283. Und da setzt er seine 2 Schuss in den Skoda T50. Arti, ja, splasht ihn nicht. Aber ein bisschen betäubt. 3 Sekunden noch. Zack, K91 geht raus, auch wenn es nur 33 Hitpoints waren. Da haben wir ein FV4005, ich war schon wieder zu schnell mit dem Reden. 14:0 steht es. Und schon sind wir bei 6000 Spot Damage. Nicht mal 5 Minuten gespielt, 14:0 steht es. FV flüchtet, aber kriegt nochmal eine rein. Nochmal 383, 293 und die letzten 30 HP auch noch eingehamst. So, jetzt sind wir bei. Ja, jetzt schon der nächste Treffer hier. Und 8271 Spot Damage.
geht wie geschnitten Brot. Ein Gegner nach dem anderen fliegt raus. 9 zu 1, eben noch 7 zu 1, jetzt 9 zu 1. Ja. Batchet schreibt, dass er sich zurückfallen lassen. Da schreibt er jawohl, aber fährt weiter vor. Ja. Können ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. So, da ist Objekt 261. So, jetzt muss er mal einen Panzer waschen. Okay, das Objekt geht auch raus. Und schon sind wir bei 9300 Spotting Damage. 60 DP anvisieren. Ja. Und zack. Hat er den auch rausgenommen. Zweiter Kill. So mit 1231 Damage. 9317 Aufklärungsunterstützungsschaden. Also Spotting Damage. M53, M55 auch raus. Und die Runde ist schon zu Ende. Ja, und da kommen wir schon wieder zu den Stats. Ja, das ging fix. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift hat er gewählt. Ace Char MLE 75 10K Spot. Und Rambo-Boot hat als Überschrift gewählt für diese Runde. Und da ist das Ace, das Panzer-Astenhammer-Speer. Duelland Wirkungsfeuer, 152.139 Credits. XP kommen wir später dazu. 7 für die Anleihen. Dann gab es hier die Onyx-Medaille. Die bekommt man, wenn man in einem Light, in einem Standardgefecht, einen anderen Tank oder Jagdpanzer, der mindestens eine Stufe höher ist, zerstört. Dann kriegt man die. Und dann haben wir hier den Wachposten noch dabei. Und dann gibt man Teamscore. 1231 Damage, 2 Kills, 1350 Basis-XP, gemandiert Report rein, 12 mal geschossen, 9 mal getroffen, 7 mal durchschlagen, 538 Damage über 300 Meter und da ist sie. Ja, 10.024 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Teammitglieder. Na, und dann hier 2 Kilometer ist er gefahren und dafür gab es 101.426 Credits abzüglich Repair und Munition, bleiben 135.069 Credits über das Ganze in 6 Minuten 12, dann war schon die Runde zu Ende. Dann die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg und auch die freie Erfahrung hier mal 2. Und dann haben wir hier persönliche Reservenbonus 1013 XP. Dann hier nochmal einen anderen hier so Training 1013 XP. Und Bonus fürs Premium-Fahrzeug 101 XP macht 6177 XP und 408 freie Erfahrung. Ja, war doch eine nette, schöne Runde mit dem Char MLE 75 von dem Boti. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.